Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, heute geht's an den hinteren Radlauf nochmal. Wie man sieht, angegriffen ja, kaputt nein. Den machen wir jetzt komplett sauber. Wie man sieht, den zerschnittenen, also von der letzten Reparatur eigenermaßen zusammengeschnittenen Radlauf habe ich einfach hochgebogen. Es geht jetzt erstmal um diese Stelle hier. Damit ich den Schweller ansetzen kann, brauche ich von dieser Seite aus vor allen Dingen eine Verbindung zum Innenradlauf oben, was hier alles weggefault ist. Ja, wir machen also den Radlauf sauber. Die Lampe steht total blöd, oder? So. Wir machen also den Innenradlauf sauber. Und ganz, ganz wichtig, wir machen den Bereich da sauber. Ja. Und auch hier haben wir wieder so einen Schraubnupsi mit äußerst braunem Rand, was kein gutes Zeichen ist. Ja. So, ja, diese Schraubdinger, so ziemlich das allerhinterletzte. Da wäre fast wirklich sinnvoller gewesen, diese Innenradläufe einzukleben. Das hätte mehr Sinn gemacht, ja. Naja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Hallo Kater. Na du? Was ist los? Hallo, hallo. Sag doch mal guten Tag. Nein? Bäh. Igitt, geh weg. Fassen Sie mich nicht an. Gehen Sie weg. Ja, der ist auf Mäusejagd. Der bringt gerade ein bisschen sehr viel um. Macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Der legt alles vor die Tür und das scheint wohl eine Warnung zu sein oder so. Hm. Die Mafia macht das auch so. Gut, fangen wir mal an. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. Und da ist das Loch. Ja, bescheidene Reparatur, nächstes Loch. Das bedeutet, wir können den ganzen Bereich hier auffräsen. Das war diese komische Reparatur, wie man hier sieht, ist da auch gar nichts fest oder so. Ich weiß nicht, worauf er geschweißt hat, aber irgendwie nicht auf der Substanz da. Ja. Schon seltsam. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So, ich denke, das Desaster ist jetzt freigelegt. Das ganze Ding hier hängt nur noch mit gutem Willen da. Ja, das passiert, wenn da Fuscher und Schwafler dran rumarbeiten. Und auch hier wieder der Kunde. Kannst du mir das mal eben? Und das war's. Nochmal über den TÜV und dann, ne? Damit zerstört man halt so ein Auto, ne? Aber gibt's ja geschenkt, so ein Ding. Till I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. Hier sieht man den ganzen Bereich
mir den ganzen anderen Bereich, also das hier, hier irgendwo, hier unten drunter war ein Schaden. Das haben die irgendwie zusammengefuscht und dann hat sich das hier komplett ausgebreitet. Man kann es also relativ deutlich sehen. Das war offensichtlich vorher nicht rostig. Hm? Ja, ist Gott sei Dank alles noch Bestandteil vom Schweller, also vom Innenschweller hier. Das ist gut. Man kann von der anderen Seite dran, ne? Um auch von der anderen Seite zu versiegeln. Deswegen nicht Schweller rausschneiden und dann schnell den neuen Schweller reinschweißen. Dann kommst du an solche Sachen von innen nicht mehr dran. Sowas müssen wir versiegeln, ne? Sonst hast du so einen Schrott hier ganz schnell wieder da. Das ist nur Pfuscherei. Nochmal zum Thema Entrosten. Da scheiden sich ja immer die Geister, ne? Drahtbürste, letztes Video, habt ihr gesehen, funktioniert nicht. CSD-Scheibe kann schon einiges, aber auch nicht alles. Mit dem Hammer den Rost wegmachen, okay. Aber damit habt ihr zum Beispiel den infizierten Bereich ja noch nicht weggepackt, ne? Es gibt nur eine Lösung, rausschneiden. Wenn mehr als, sieht man schlecht, ne? Wenn mehr als 0,3 von der Oberfläche weggerostet ist, so wie hier, sieht man schon. Das ist ein 0,8er Blech normalerweise. Und hier ist es durch, ne? Das ist rundrum durch. Wegmachen, rausschneiden. Den Rest, diesen Randbereich hier, der noch nicht so ganz so gefallen ist, runterschleifen mit der Fächerscheibe. Das hier innen drin, um diesen Schraubnupsi drumrum, raus. Definitiv raus. Das funktioniert nicht mehr. Ja. Nicht irgendwie versuchen zu stützen oder zu schweißen oder sowas in der Richtung. Das kann und wird nicht mehr funktionieren. Mal eben gucken, ob ich da oben auch dran komme. Ja, da oben komme ich auch dran. Man siehe meinen Finger hier. Auch noch Teil des Innenschwellers. Danke Mercedes, dass ihr das so intelligent gebaut habt. Ja. Ja, bei vielen Autos ist das ja schon der Innenraum, ne? Aber dieser Schweller hier ist sehr voluminös nach innen, so dass man den ganzen Kram hier relativ einfach reparieren kann, von innen und von außen versiegeln, dass dann nichts mehr passiert. Dann hinterher, wenn alles fertig ist, dann kommt der Schweller da drauf. Ja? Dann habt ihr aber von innen und von außen hier keine Katastrophen mehr zu befürchten. Ja, was auch noch so ein Problemteil ist, ist der Radlauf. Zumindest die obere Seite. Es ist nicht wirklich ein Problemteil, ne? Aber wenn wir jetzt nicht eingreifen, kann man den Radlauf auch noch tauschen. Und das will ich persönlich ehrlich gesagt nicht, weil dann musst du alles spachteln und machen und tun. Und das sieht am Ende nie wirklich gut aus. Deswegen holen wir jetzt den Rost da runter. Hier sieht man, man hört es auch, oberflächlichen Rost, weil ich will da die untere Seite ansetzen. Deswegen möchte ich den ganz gerne reparieren. Was schon mal relativ klar ist, hier geht's eigentlich, ne? Also der Innenradlauf hier, der ist okay. Den werde ich sowieso noch gerade abschneiden, weil ich muss das ja irgendwie ansetzen. Ja, also vom Grundsatz her, hier ist ein Stückchen unterrostet, klar, aber das wird gerade abgeschnitten. Von innen, vom Kofferraum aus, kann ich dann, weil der ist relativ gut erreichbar, der Radlauf von innen, relativ gut Wachs oder Fett. Ich glaube, Fett ist an der Stelle vielleicht effektiver. Reinbringen und damit zumindest schon mal den Sauerstoff abschneiden. Ja. Ich habe den schon mal angeschliffen, um zu gucken, ist er durch oder ist er nicht durch. Er ist nicht durch. Das ist das Gute. Also wie gesagt, hier fangen wir jetzt auch an, den Rost zu vernichten. Wir fangen mit der CSD-Scheibe an. Mal gucken, was wir da so alles runterholen. Was ich schon gesehen habe, hier sind hier und da so ein paar Abplatzer. Also lackiert werden muss das sowieso.
Ist da schon mal was passiert? Nee, er hat keinen neuen Radlauf gekriegt. Bedeutet, jo, keine Verwerfungen drin, kein Unterrosten drin. Schon mal, das ist uns erspart geblieben. Das ist schon mal gut. We will go in the dark, tiny days to go, and we'll dream it possible. Ja, und auch an der Stelle haben wir wieder das gleiche Problem in grün. Der Innenradlauf ist hier drin, eingeklemmt, hinterm Radlauf und lässt den Dirk nicht mehr raus. Hm? Noch Fragen? So, dann wisst ihr, woher der Rost kommt. Konstruktionsfehler sind meistens das größere Problem. Das ist das, ja, der Knackpunkt einer Geschichte. Das sind Konstruktionsfehler. Ne? Irgendeiner lässt sich was einfallen. Und der Kunde denkt sich so, ich habe ein Premium-Fahrzeug gekauft und jetzt muss ich da nichts mehr dran machen. Und die beiden Sachen vernichten diese Autos. Und genau deswegen die Innenradläufe immer mal rausnehmen. Audi, ganz schlimm. Hinter den Innenradläufen, die sind meistens so knusprig, die Dinger. Audi lebt ja immer noch so ein bisschen von seinem, na, unsere Autos sind verzinkt. Nein, sind sie nicht mehr. Das ist das große Problem an der Geschichte. Die sind eben nicht mehr verzinkt und deswegen gammeln dir die A3 nach Baujahr 2000, ich glaube 3 oder 4, danach, ne? Gammeln sie dir unterm Hintern weg, da ist hier meistens gar nichts mehr. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Also dagegen ist er hier rostfrei, ne, was diese Audis haben teilweise. Ja, die Oberfläche sieht relativ gut aus. Jetzt haben wir hier noch so schwarze Stippen drin. Jetzt könnte man glauben, es ist hinterrostet. Ja, das mit dem Radlauf, wie gesagt, ist eine blöde Idee gewesen vom Hersteller. Aber es ist nirgendwo durch. Das wandert hier rum. Hier siehst du das Zeug schon in Fetzen hängen, diese ganzen Unterbodenschutzgeschichten. Da liegt das Problem. Ich muss den Innenradlauf sowieso nochmal irgendwann demontieren. Ich hoffe, dass ich die Gewinde jetzt aufkriege. Ah, hier fehlt schon wieder die Hälfte. Weil hier sind überall diese Gewindennupsis drin. Auch die müssen wir alle nacharbeiten. Wie man hier an der Stelle sehr schön sehen kann, haben die tolle Auswirkungen, die Dinger. Ja, direkt abgebröselt. Dann wissen wir schon jetzt, was da los ist. Oh Mann. Zauberhaft. Nächster. Wahnsinn. Lässt sich losschrauben. Da geht's, aber man sieht jetzt schon, da ist richtig schön braun drin, ne? Ja. So, da ist die Ursache des Rostes, unter anderem. Ah, noch.
Wir erinnern uns kurz an den Schraubnupsi, der gerade weggebrochen ist. Das ist der Schraubnupsi, der gerade weggebrochen ist. Wenn ihr wissen wollt, wann stabiles Material anfängt und wo ihr praktisch schweißen könnt, geht so vor. Immer so ein bisschen in den Rand schlagen, ne? Ihr hört das. Jetzt fängt es an, stabil zu werden. Dann brauche ich jetzt nur noch hier im Grunde genommen an dem Rand lang zu flexen. Dann habe ich stabiles Material, ne? Auch kein Beinbruch, ehrlich gesagt. Das ist nur der Schraubnupsi. Rundrum ist alles okay. Und darüber hinaus kommt dann diese dusselige Dichtungsmasse von Mercedes. Das konnten die beim 124er schon. Du guckst da rein, siehst die Dichtungsmasse und denkst dir auch, alles super, ne? Und dann fällt dir alles auseinander. 124er vorne im Fußraum. Ich meine meistens rechts. Hau mal gegen den Unterbodenschutz. Diese schwarze Masse, die hier auch überall drauf ist. Hau da mal gegen. Meistens bleibt der Hammer stecken. Also die reale Größe des Loches erreichst du am besten, indem du immer in den Rand schlägst. Wenn es ein hartes Geräusch gibt, so wie hier. Jetzt war es ein Stückchen drunter, war noch was Weiches, ne? Jetzt hört man den Klangunterschied, ne? Hart, noch ein bisschen mürbe. Jetzt fängt es wieder an, hart zu werden. Ja, jetzt haben wir es langsam umgefalzt. Ja, also ich schlage praktisch den rostigen Bereich nach innen. Den habe ich jetzt als Rand hier drin. Und da flexe ich einmal dran rum. Ja, also einmal dran vorbei, dass dieser rostige Rand wegfällt. Das mache ich praktisch sauber. Und dann habe ich einen Untergrund zum Schweißen. Es gibt ja viele, die schweißen auf Rost. Siehe diesen wahnsinnigen Vanlifer da. Der hat mich jetzt blockiert. Das tut mir echt leid. Jetzt auch noch irgendwas. Wenn das hier so aufblüht, ist es immer verdächtig. Ja. Klingt aber stabil. Ja, ist auch wieder eine Verletzung in dieser Dichtmasse gewesen, was sich praktisch dann von selber erledigt hat. Ja. Aber stabiles Material, das ist kein Rostloch, das ist nur eine Unterrostung. Auch wieder von diesem Material.
Wollen wir noch was? Ja gut, der Kasten vom Ersatzrad ist klar gewesen. Das haben wir von oben gesehen bei einem der ersten Videos. Oh, hier haben wir auch Unterrostung. Bedeutet, ich muss den Stoßdämpfer rausnehmen. Ist auch eine typische Sache. Also noch stabil, ne? Noch stabil, aber unterrostet, weil an der Stelle ist logischerweise Bewegung in der Karosserie. Da kannst du keine Dichtmasse oder diesen Steinschlagschutz drunter machen. Ich sag ja, die Konstruktion, also der das da geplant hat, ich weiß auch nicht. Vielleicht ein Praktikant, ich weiß es nicht. Der Schraubnupsi ist gesund. Der da hat ein Loch hinterlassen. Ja, hier nochmal kleine Eindrücke vom Krümel. Ja. Ein gigantisch großer Kater mittlerweile. Naja, so groß auch wieder nicht. Die wachsen offensichtlich ewig. Ja, das war's erstmal mit dem Video. Im nächsten Teil geht's dann darum, die Rostlöcher entsprechend vorzubereiten zum Schweißen etc. Und ich hoffe, dass das irgendwie interessant ist. Auch für diejenigen, die 210er haben, beziehungsweise sich welche kaufen wollen. Es ist nicht so katastrophal, wie es im ersten Moment aussieht. Das ist eigentlich relativ harmlos. Relativ einfache Bleche, die man anfertigen muss und die man einfach versiegeln kann. Es ist nicht so kompliziert. Es ist ärgerlich, dass er so rostet, aber es ist relativ unkompliziert, das Auto zu reparieren. Das kriegt ihr hin. Okay, bis zum nächsten Video. Ist ja auch egal, ich geb Gas und hab Spaß, während ihr noch ganz brav eure Raten abbezahlt. Wenn mir alles auf den Sack geht, steig ich in mein Auto ein, cruise ne Runde um den Block, bis die Sonne wieder scheint. Ich find Oldtimer geil, original oder frisiert. Oldtimer-Fan.